Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog von heute. Ich nehme euch heute mal so ein bisschen mit, was ich so mache und so weiter. Wir sitzen jetzt hier im Auto, brumm, 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 dann fahren wir weg. Und jetzt geht's erstmal zum Skaterpark. Und da ist so ein Feuerwehrfest, also 150 Jahre Feuerwehr oder so, ich weiß auch nicht ganz genau. Da gibt's dort Brat, Hühnchen und so weiter. Ja. Ich hau mich wahrscheinlich voll. Ich werde ein bisschen... Hier, warte, ich zeige euch mal. Dumm, dumm, dumm. Mein Longboard. ich werde da ein bisschen mit meinem Longboard fahren. Vor mir sitzt noch mein Bruder. Der fährt ein bisschen mit dem Skateboard. Dann treffen wir uns noch mit dem Freund. Der fährt auch mit dem Skateboard. Und dann fahren wir so ein bisschen rum. Ich nehme euch dann mit. Ich zeige euch dann ein paar Clips, wie ich fahre. Und auf jeden Fall auch, wie wir dann einkaufen gehen. Ja, ich mag sowas eigentlich gerne, wenn ich euch so mal mitnehme, einfach so nicht follow me around mäßig, aber einfach, dass ich euch mit der Kamera dabei habe. Ich komme mir immer zwar vor, wenn ich vor Leuten filme, einfach so denken sie sich so, was lass für ein Hornsonne, aber das ist mir egal. Es ist jetzt so, gestern kam leider kein Video, heute kommt wahrscheinlich dieses Video und ich hoffe so sehr, dass ich ein ungeantwortet hinbekomme, weil ich liege jetzt 3 Folgen hinten nach, die ich jetzt noch nicht aufgenommen habe. Aber die letzte, die er gemacht hat, war mit einem Partner. Er muss immer sagen, was er wegschmeißen soll. Vielleicht mache ich es mit meinem Bruder und ich werde ihn dann so ein bisschen blurren, dass man ihn nicht erkennt. Mal gucken, Leute. Mal gucken. Ich würde sagen, wir sehen uns dann und ciao. So, Leute. Wir fahren hier jetzt gerade mit unseren Long- und Skateboards durch die City. Und ja. Ich muss aufpassen, dass ich nicht hinfalle. Nein, so ein Profi bin ich ja noch nicht. So, jetzt sind wir hier bei der Straße. Ich bremse mal ganz kurz. Was ich euch sagen wollte, wir wollten jetzt den Freund abholen. Was ich euch ja schon gesagt habe. Das können wir jetzt aber nicht machen, weil der ist krank. Das heißt, wir fahren jetzt wieder nach Oberndorf. Ja, ja, ja. Und werden da jetzt wahrscheinlich was essen gehen. Also bis gleich. So Leute, wir sind jetzt vor unserem Restaurant, beziehungsweise ist eigentlich eine Metzgerei, aber die hat mit dabei noch ein Restaurant und das hat jetzt leider um 12.30 Uhr geschlossen. Jetzt haben wir glaube ich 12.36 Uhr, nein. Und jetzt, ich sitze hier gerade auf meinem Longboard und jetzt müssen wir gucken, dass wir schnellstmöglich zu einem neuen kommen. Wir werden jetzt über die Brücke nach Deutschland fahren. Ja, wir fahren jetzt mit dem Longboard nach Deutschland. Brumm, 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 brumm. Nee, also es ist, wir wohnen ja eigentlich voll nah an Deutschland, nur uns trennen eben nur ein paar Meter. Wir fahren dann mit der Brücke schnell rüber und dann sind wir auch schon im Restaurant und ich hoffe, das hat offen und ich nehme euch dann da einfach mal mit. So, wir gehen jetzt über die Brücke. Nebenan sind voll viele Leute, die werden sich wahrscheinlich denken, warum dieser Spaß hier die Kamera hält. Ja, wie ihr seht hier, eine schöne Brücke. Ich habe mein Longboard in der Hand, weil der Steg hier ist sehr schmal und mein Bruder wollte nicht fahren, deswegen fahren wir jetzt auch nicht. Da vorne ist schon die Eisdiele. Ich nehme euch einfach mal mit beim Bestellen. Dann könnt ihr das einfach mal sehen. Einmal in einem Becher 2 Zitronen mit Schlagsahne, bitte. Ja. Super, danke. So, da ist gerade ein bisschen dunkel so. Wir sind jetzt hier im Eisladen und ich habe mir ein tolles Eis bestellt. 2 Zitrone und was hast du? Ich habe Schokolade und Zitrone. Ja, und mit dabei noch so ein leckeres Keks. So. Mm. Geil. Ja, wir öffnen jetzt unser Eis. Und dann fahren wir noch zum Spa. Dann fahren wir noch einkaufen. Und dann werden wir gucken, was wir noch tun. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen skaten, noch ein bisschen chillen. Und heute muss ich dann noch ein Video für zu Hause aufnehmen. Also bis dann. So, Leute. Wir sind jetzt im Gasthaus und
habe mir was Tolles bestellt mit Pommes, also ein Schnitzel mit Pommes. Und mein Bruder kommt bald und dann zeigen wir euch das Gericht. Und wir haben nur 20 Euro und es ging sich alles aus. Yeah! Und hier habe ich noch eine tolle Cola. Und das sieht hier eigentlich alles ganz cool aus. Wir sind hier jetzt in Deutschland. Und ja. So, wir haben jetzt unser Essen bekommen. Er hat ein Schnitzel mit Pommes und einen Salat. Und ich habe auch Schnitzel und Pommes und einen Salat. Und du hast keinen Salat. Und er schmeckt sehr, sehr gut. Ah, ich habe keinen Salat, aber dafür Ketchup von der Marke Felix. Das ist Schleicher. Und dafür bekommen wir 1000 Euro. Nee, Spaß. Und Coca-Cola. Dürfen wir das Ganze austrinken, gratis? Ich werde heute mit meinem Bruder die... Erstmal kommen die anderen zwei Challenges und dann kommt noch die gemeine Challenge, sag ich mal. Und ein Special. Und ein kleines Special, Leute. Darf ich ein Special? Schmeckt sehr gut. Und dann sehen wir uns dann wieder beim Nachhausefahren oder beim Skaten. Bis dahin, ciao. So. Hallöchen, da sind wir schon wieder. Für euch sind immer nur so ein paar Sekunden. Für mich und meinen Bruder sind das Stunden, Minuten, was auch immer. Da hinten sieht man den eh schon fahren. Ja, ich stehe auf dem Longboard. Jetzt fahre ich zurück. Yeah. Juhu. Auf jeden Fall, Leute, mir macht das Longboardfahren einfach so viel Spaß. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist richtig cool. Ihr wollt sicher mehr solche Longboard-Vlogs sehen, oder? Jeden Tag noch so ein Real-Life-Video dazu, so 2-3 Minuten. Wie würdet ihr das finden? Also ich finde das ganz cool. Auch wenn ich euch dann vielleicht mitnehmen kann, das würde ich ganz geil finden. So, jetzt erstmal da. Oha, fast gegen den Mülleimer geknallt, na toll. Ja gut, Leute. Ich weiß nicht, damit möchte ich eigentlich meinen Vlog beenden für heute. Ich habe euch eigentlich einiges gezeigt hier, was ich heute alles so gemacht habe. Ihr denkt euch so, das war ja alles in einer Stunde zu erledigen. Nee, wir haben da jetzt fast den ganzen Tag für gebraucht. Ich habe das gar nicht gefilmt, dass wir noch zu dem Freund gefahren sind, glaube ich. Doch, ich glaube danach. Ja, Leute, ich würde euch sagen, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Könnt ihr auch gerne einen Kommentar schreiben, wenn ihr Bock habt, ob ihr mehr so Real-Life-Zeugs wollt. Ich muss mich wohl noch dran gewöhnen, hier mit der Kamera durch die Stadt zu laufen. Und ja, mir macht das voll Spaß. Ja, ich liebe einfach mein Longboard. Es war kein Fehler, dass ich es mir gekauft habe. Und ja, wenn ihr mal so ein ausführliches, wirkliches Longboard-Review wollt, wie ich es finde, wie es zu lenken ist, dann lasst eine positive Bewertung da und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das wollt. Aber ich würde sagen, wenn wir 15 Likes knacken, dann kommt das Video 100%. Ja? Gut, ich gehe jetzt noch mit meinem Bruder nach Hause und nehme eine Challenge auf. Also ungeantwortet. Und gut, dann würde ich sagen, ciao.